Hallo und willkommen zurück bei Satisfactory. Wir sind, wo waren wir? Ah ja, wir waren Fundamente bauen. Genau, Fundamente bauen. Die bringen wir jetzt so nah wie möglich ran, bis hier. Ja. Und, ich würde gerne auf dir fliegen irgendwie. die bringen wir so nah wie möglich ran. Dann fangen wir an, Wände mit Fenstern zu bauen und. Aber ich glaube, wir können den nächsten Meilenstein aktivieren, wenn ich mich nicht entsinne. Das Teil ist wieder da. Und dann lasst uns doch mal gucken, was für einen. Logistik. Productivity Display. With this upgrade, you can see the efficiency of each building. Oh. 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 Förderband. Persönliche Aufbewahrung und Objektescanner. Was haben wir in Stufe 2? Teilmontage. Achso, das war die Manufaktur. Und der Rotor wird für die Fertigung verwendet. Bewegliche Teile eines Motors. Aha. Modularer Rahmen wird für die Fertigung verwendet. Mehrzweckbaustein. Mhm. Hindernisbeseitigung. Kettensäge. Das wäre natürlich auch was. Brennstoff, Bio-Brennstoff. Aha. Slot, Hände. Okay, wird zum Entfernen von Pflanzen verwendet, die mit bloßen Händen schwer zu entfernen sind. Bäume, natürlich. Sprungfläche? Was für eine Sprungfläche? Schleudere dich nach oben in die Luft, pass auf, dass du sanft landest. Hä? Schräge Sprungfläche, schleudere dich vorwärts durch die Luft, pass auf, dass du sanft landest. G-Landepad. Erzeugt ein Geschwindigkeitsdämpfungsgel, garantiert eine sanfte Landung. What? Für was das denn? Gehwege. Gehwege in der Fabrik ist klar. Gehwege gerade, schließt sich an Fundamente an, andere Gehwege, speziell für Fortbewegung von Personen gedacht. Gehweg Kreuzung, Gehweg mit T-Stück, Gehweg Rampe, genau, Gehweg mit Kurve, ja, okay. Farbpistole. Munition für die Farbpistole, nötig zum Ändern der Farben in Fabrikgebäuden und Fahrzeugen. Farbpistole, okay. Ach, Farbe, hier, la la la. Farbe, oder? Und Fahrzeuge, wann kommen die Fahrzeuge? Kommen die hier irgendwann? Ah, das ist noch nicht. Ah, ist noch nicht freigeschaltet. Okay, ist noch nicht freigeschaltet. Aber wir können ja die nächste Phase machen, oder? Was ist hier? Logistik, was ist da los? Logistik, Fortband. Förderband oder machen wir Stufe 2 die Kettensäge erstmal? Das hier. Alter, verstärkte Eisenplatte. Was? Nee, wir machen erst das hier, damit ich das machen kann, so wie ich mir das vorstelle. Ja. Da brauchen wir natürlich wieder jede Menge Kupfer. Kupfer wird heftig, ey. Kupfer müssen wir jetzt auch schon wiederholen. Kupfer müssen wir holen. Ah, das sieht ja geil aus. Richtig geil, ey. Das nervt mich hier. Wir machen erst die, die eine Produktionslinie, die mir da so im Sinn schwebt. Ich hoffe, das funktioniert dann auch so. Ja. Und dann würde ich da mal in den Wald gehen vielleicht. Oder hier den einen oder anderen Baum fällen. Wenn das, ich weiß gar nicht, ob ich jeden Baum fällen kann. Das ist das Problem, ne? Also, hier den Baum vielleicht. Oder das hier. Weil ich glaube, dieser Strauch, den habe ich auch unten in meinem Dings drin. In meinem Fundament drin. Das ist schon nervig. So. Eigentlich kannst du da fast schon stehen bleiben. So. Eisenerz. Ich glaube, ich habe wieder noch 100 Eisenerz einstecken. So, jetzt ist aber alles weg, oder? Das ist Kupfer, Eisen ist weg. Hier sind nochmal 5 Holz.
Hier, 5 Holz, mach mal weg. So, läuft raus. Tschüss. Dann haben wir können noch was erforschen hier, irgendwas scannen. Die Innereien der Tiere. Barrel nuts can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint Blueprint in in Hub Tier 1. 1. Aha, okay, gut. Was ist denn das hier? Wähle ein Objekt aus der Liste. Das habe ich doch alles schon. Alien-Panzer? Okay. Ach, vielleicht eine erweiterte. Hab ich doch schon. Wir machen es nochmal, spaßhalber. Komm, wir machen das nochmal. Weil das das Einzige ist, was geht. Wir probieren es nochmal. Ach, 10 brauche ich davon. Ach so, kein Wunder, dass es nicht ging. Okay. Na, dann müssen wir also Tiere nochmal finden. Und töten. Was ja gar nicht so schlimm ist, weil wir wollten ja eh mal rumgehen und gucken nach Holz. Was brauchen wir hier? Das machen wir jetzt aber erstmal. Ja, und dann müssen wir die Produktion auch langsam wieder umstellen. Dann haben wir erstmal genug Kupfer. Ich hole jetzt keins mehr. Also. Was sagt denn der Kupferbestand dann? Ja, der ist 1500. Gut, es sind drei. Es sind nur drei Meilensteine, ne? Wenn jeder 500. So, was haben wir jetzt für einen Meilenstein? Den hier wollten wir. Logistik. Ach, ich habe die Kupferspule vergessen. Nee, ich hab's Kupfer vergessen. Ja, also von da gesehen ist schon ein bisschen mau. Aber wir müssen dann gleich mal die normale Produktion laufen lassen. Das geht sonst nicht anders. Meilenstein auswählen. Tschüssikowski, hier, bitte. Milestone reached. Conveyor belts can now merge and split to increase the complexity Ooh, and yeah. efficiency of your factory. The productivity display will help you measure and improve the productivity of individual buildings to aid with optimization. Jawohl. Jetzt kommen das eine da. So. Kupfererz. Wunderbar. Dann müssen wir, wo werden die Rollen produziert? Da hinten. Schmeißen wir die Rollen wieder hier rein, weil zum Dings bauen brauchen wir nur zum Fundament bauen brauchen wir nur Zement oder Beton, den wir natürlich auch wieder produzieren müssen. So. Jetzt machen wir noch die Blätter weg. Was wollten wir? Ach so, weiter Fundamente bauen, gell? Fundamente. Dass wir da mal anfangen können, die neue Produktionslinie zu bauen.
Ah, hier brauche ich Eisenplatten. Okay, für Wände brauche ich Eisenplatten. Okay. Ja, würde ich sagen, machen wir den Beton leer. So. Es langt erstmal, oder? Und dann können wir mal gucken, weil es hieß ja, werden an die Raster angeklippt. Da müssen wir dann echt mal gucken. Weil ich glaube, ein so eine Maschine sind dann zwei Felder. Könnte sein, ne? Ich habe nichts mehr einstecken von dem, was hier produziert wird. Nein. Das heißt, hier ist jetzt auch gleich Eisenerz mau. Das heißt, Attacke. Eisenbarren. Hier werden die Rollen produziert. Genau, das war ja unverändert. So, und hier haben wir Kupfererz. Jawohl. Läuft. So. Wir nehmen noch ein bisschen Biomasse. Kabel kommt auch mal hier hinten rein. So, jetzt ist das Inventar leer. Fast. Die lassen wir nochmal abtransportieren. So, was wollten wir machen? Was steht auf der Agenda? Ich habe... Müssen wir alles erstmal normal produzieren. Das war jetzt mal das Erste. Erstmal wieder alles normal produzieren. Wir produzieren... Warte mal, der da hinten ist aus, gell? Warum hat er keine Statusanzeige? Ach doch, gelb ist er. Mach mal aus. Weil ich erst... Warte mal, stopp. Wir brauchen Beton. Okay. Jetzt kann er weitermachen. Ah, ich wusste nicht, dass der... Ich hatte nicht dran gedacht, dass der auch noch ja die 100 in Reserve hat. Also von daher. So. Das läuft. So. Hier läuft jetzt auch wieder fast normal. Okay, 11 Kupfererz noch wegmachen. Ich find's geil. Gut, weil dann könnten wir ja... Ich glaube, wir lassen das. Es wird sonst zu eng. Wir müssen hier draußen schon eine Stütze bauen, dass wir durchs Fenster kommen. Da muss man nämlich ein Fenster hängen.
Und dann fahren wir hier rein und dann müssen wir mal schauen. So, ich wollte mal in die Richtung Holz sammeln. Hier läuft ja eigentlich alles. Beziehungsweise stopp, stopp, stopp. Wir müssen hier gleich wieder umstellen. Der macht... Jawohl. Der macht das Richtige. Achso, der macht so oder so das Richtige. Hier war das ja, ne? Was kommt jetzt hier noch? Kupferbarren. Okay, die müssen erst weg. Und so lange produziert er halt noch. Ja, lassen produzieren. Dann laufen wir rum. So, Essen brauchen. Es ist so schön, dass du nichts zu essen oder zu trinken brauchst, sondern einfach hier rumreiten kannst. Ja, hier mal ein bisschen sammeln. So, da ist ja das Inventar leer ist. Ach, wir wollten diese Viecher töten. Wir brauchen ja 10 Panzer, ne? Das wollten wir machen. Wir nehmen alles mit. Ist es da hinten ein Heißluftballon? Ein Rettungsballon? Was ist das? Das ist natürlich kein Rettungsluftballon, aber was für ein Biom ist das? Was habe ich denn in der Hand? Okay. Das erstreckt sich immer wie ein Mittelfinger. Läuft. Nummer 1. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Ich will da nicht. Ich weiß nicht, wenn wir tot sind, was dann ist. Verschiss, ob wir wieder spawnen können oder so. Das war jetzt eigentlich das Falsche. Wow! Achso, aber ich habe dich jetzt gestreichelt und... Mhm. Okay. Ich hab den Echsenhund gestreichelt. Au, why? Oh, ich habe so keine Bär... Warte mal, doch hier. Eva hat gesagt. Aber es macht nur einen halben. Ah, okay. Okay, auf alle Fälle mitnehmen, wenn ich sie sehe.
So, wow. Okay, wieder zwei von denen. Den Echsenhund. Ich weiß nicht, ob der mir folgen würde, weil der war ja gestreichelt. Ich habe natürlich erstmal wieder voll aggro Strom ins Gesicht. Stellt sich mir die Frage, wie würde ich mich fühlen, wenn mir einer mit dem Taser ins Gesicht schießt. Aber das wusste ich ja nicht. Bisher hat mich fast alles angegriffen, bis auf die Großen. Das ist ganz komisch. Die Großen, alles war. Ist das schon mal aufgefallen? In Spielen große Tiere. Die greifen nie an, die sind nicht aggressiv. Die wissen eh, dass sie dich platt machen. Und alles, was klein ist, das kommt dann immer sofort. Und so Harakiri. Ja. Also, aber ich habe gerade gesehen, wir sind am Folgenende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich gehe weiter mit euch auf Erforschungstour in der nächsten Runde. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Tschüss.